Schönen guten Morgen heute aus einem Raum, wo wir ja sonst angemalt werden. Ja, aus der Maske. Und hier wird Make-up aufgelegt, hier wird gesprüht und hier wird ein bisschen relaxed vor der Sendung. Und heute wird hier gestrippt, zumindest. Strippst für mich? Nein, ich glaube eher du strippst für uns. Es geht um eine Enthaarung, die man selbst anwenden kann. Freu dich. Tut das weh? Gar nicht, sagt zumindest einerseits Andrea Lehner, die das Ganze erfunden hat, und Margot Helm, die auch zum Unternehmen Entmatics gehört. Schönen guten Morgen. Legen wir gleich mal los, der Andi wird sich zur Verfügung stellen. Wie geht man jetzt mit diesem Strip, diesem Streifen um? Die Andrea, die trennt jetzt den Kaltwachs-Enthaarungsstreifen in zwei Hälften, sodass sie einen Streifen für das rechte und einen Streifen für das linke Auge enthält, positioniert den Streifen direkt unterhalb der Augenbraue. Es gibt Positionierungspunkte, sodass es der Kunde auch allein zu Hause anwenden kann. Die Andrea hat hier einen Punkt am Beginn des Auges und zwei Punkte am äußeren Ende des Auges. Drückt es nur ganz kurz an und mit einem Ruck. Andi, hast du was gemerkt? Hat es wehgetan? Ich dachte ja tatsächlich, Schönheit muss leiden, aber in dem Fall ist das nicht so schlimm. Gar nicht eigentlich. Zweite Auge. Mhm. Achtung, eins, zwei, drei. Schaut auch richtig schön und sauber gearbeitet aus. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Einfach aus der Not heraus. Ich hörte immer von meinen Kunden oder Schauspielern, Andrea, ich hatte keine Zeit zum Zupfen, es tut so weh, ich weiß nicht, wie die richtige Form ist. Und da habe ich mir gedacht, ich muss was erfinden. Das Produkt soll am Markt wachsen, die Haare aber nicht. Ich bin gespannt, wer sich auf jeden Fall heute bei 2 Minuten 2 Millionen von den Investoren enthaaren lassen wird. Schalten Sie ein, 20.15 Uhr, Puls 4.